Willkommen zum vorerst letzten Video der Sealed Only Challenge. Auch diesmal habe ich mir wieder CK Phoenix geschnappt und wir werden uns duellieren. Und ja, der Einspieler kommt jetzt nochmal. Zu Beginn hatten wir ja gesagt, dass wir ein Best of 5 spielen. Das heißt, wer am meisten Spiele bei 5 Duellen macht, der gewinnt diese Challenge und bekommt die spielstärkste Karte des Gegners. Ja, es steht inzwischen 3:1 für mich. Das bedeutet faktisch, CK Phoenix kann jetzt nicht mehr gewinnen. Da es jetzt ziemlich langweilig wäre, wenn wir jetzt noch ein Duell machen würden und ja, selbst wenn ich verliere, wird es ja 3:2 stehen und ich hätte trotzdem gewonnen, haben wir uns heute etwas ganz Besonderes ausgedacht. Doch bevor es losgeht, müssen wir natürlich hier die Preiskarte übergeben. Denn die spielstärkste Karte muss der Verlierer abgeben. Das bedeutet, ich bekomme die Impermanence von CK Phoenix. Ja, nimmt mal mit, ne? Doch was haben wir uns heute denn Spezielles ausgedacht? Ja, es gab mal in der Turnierszene, also auf einer YCS oder so, Turniere, wo es genau quasi eine Sealed-Only-Challenge bzw. eine Sneak Peek gab. Und dafür gab es ein explizites Set und das haben wir uns geholt. Wir haben uns nicht das erste geholt, auch nicht das zweite, nein. Wir haben uns das Battle Pack 3 geholt. Hier sind eben extra Karten drin, die dafür ausgelegt sind, dass man eben ein spannendes Duell bestreiten kann. Also haben wir uns gedacht, wir kaufen einfach beide ein Display, öffnen es und bauen dann eben dementsprechend ein Deck draus. Doch bevor wir zu den Opening kommen, nochmal ein Riesendank an Kartenmarket, denn die unterstützen dieses ganze Projekt. Schaut einfach mal in die Infobox, dort habe ich Kartenmarket verlinkt. Wir haben da auch eben dieses Battle Pack 3 gekauft. Dort gibt es eben eine riesige Auswahl an Einzelkarten oder auch eben von Produkten, die original verpackt sind, wie zum Beispiel eben Displays. Aber jetzt genug geredet, kommen wir jetzt zum Opening. Wir hoffen natürlich, dass wir sehr gute Zauberkarten, sehr gute Fallenkarten ziehen und natürlich starke Monster. Hier erstmal zu den Boostern. Alle haben unterschiedliches Artwork und haben auch eine unterschiedliche Farbe, was sehr, sehr geil aussieht. Und wir sehen hier, dass wir mit Schattenzauber schon mal eine sehr starke Fallenkarte gezogen haben. Aber wir brauchen natürlich auch vor allem starke Monster, die wir hier auch ziehen, mit Angriffstruppen zum Beispiel. Denn ATK ist das Wichtigste in diesem Format. Mit natürlich Zauber und Fallenkarten, um dementsprechend halt die Monster zu beschützen. Ein zweiter Schattenzauber, was sehr gut ist. Man sieht hier, Fallenkarten läuft auf jeden Fall an sich. Und wir sehen hier auch, dass wir hier den zweiten ziehen. Ja, 2200. Damit kommen wir über alles rüber. Ja, man sieht einfach, man freut sich einfach, wenn man hier eben dementsprechend diese starken Monster gezogen hat. Wir machen weiter. Schwerelosigkeit passt sehr gut mit unseren Angriffstruppen zusammen. Feincontroller ebenfalls eine sehr spielstarke und flexible Karte. Von daher auf jeden Fall muss. Leider hier letzten Endes dann nur einmal gezogen, aber einmal besser als keinmal. Finstere Bestechung sehr gut, eigentlich eher mehr für Side-Deck, aber für Main-Deck kann man theoretisch auch überlegen. Und was hier auffällt, wir ziehen Ruf der Gejagten, was sehr gut ist, aber wir ziehen wenig gute Zauberkarten. Wir ziehen sehr gute Fallenkarten und starke Monster, aber Zauberkarten nicht. Es gibt hier verräterische Schwerter und wir ziehen hier zum Beispiel nur verbergende Schwerter. Angriffsschild ist eine gute Ausrüstungskarte, die nehmen wir natürlich gleich mit und Durchbruchfähigkeit auch eine gute Fallenkarte. Aber wie gesagt, mehr Fallenkarten als quasi Zauberkarten. Und das ist ziemlich schade eigentlich. So gut, zu gut. Einer besten Karten. Ist auf jeden Fall einer der besten Zauberkarten. Einfach irgendwas zerstören ist sehr, sehr spielstark. Dann Kunai mit Ketten hier. Weitere gute Falle. Monster kommen ebenfalls. Einfach nur sehr gute Monster hier mit 2200. Ja, ja, ja. Der dritte einfach. Ja, Mann. Und da haben wir auch Glück und haben das Playset komplett. Ich würde sagen, wir haben hier sehr gut gezogen und kommen wir jetzt zum Deck. Wir haben dreimal den Goblin gezogen. Das heißt, wir spielen. Wir haben auch diverse Zauber- und Fallenkarten, die uns helfen, dass er eben nicht zerstört wird, wenn ein Death gedreht wird. Dann haben wir unseren Ork. Ja, Ork ziemlich praktisch mit 2-2. Klar, er darf nicht angreifen den Zug, aber okay. Ja, Schieferkrieger, einfach 1-9, mega stark. Dann unser Schieben-Klingenfahrer, der auch sehr stark sich pumpen kann mit Fallenkarten. Wir spielen diverse Fallenkarten, also auch kein Problem. Der Brachius, einfach um etwas zu setzen. Dann unser Nashorn, was sehr gut ist, wenn der Gegner Fallen aktiviert, um irgendwelche Beatsticks loszuwerden. Er ist quasi ein 2000 Angriffsmonster. Bouncen einfach, um ein Tributmonster vom Gegner vielleicht wegzumachen. Gorilla hat einfach 2000, ganz klar. Hammerkopf, ebenfalls mit dem Bouncen quasi, eben um etwas zu machen. Der Schwarzfisch Stego, einfach mit 2000 Death, ist halt sehr strong, brauche nichts sagen. Ja, dann unser Reptil, auch mit 1,9, halt auch ziemlich stark. Dann den Hypnohorn, einfach um Zauber und Feinkarten zerstören zu können. Und nochmal unser Psy-Zauberer, einfach ebenfalls mit 1,9, um eben starken Beatstick zu haben. Letzten Endes haben wir sehr starke Beatsticks und in Kombination mit Zerstörung und Bouncen. Ich denke, das ist eigentlich eine sehr gute Kombination. Kommen wir zu den Zauberkarten. Ja, in Zauberkarten haben wir jetzt hier
Band der Wiedergeburt ist einfach eine ziemlich gute Karte, die eben mit den Goblin gut funktioniert. Angriffsschild macht jedes Monster einfach stärker, was normal beschworen ist. Fine Controller, sehr starke Karte. Lanze ebenfalls. Verborgene Schwerter hält auch einen Zug auf, sogar 1-2. Dann Angebot der an die Verdammten, einfach halt zweimal. Ist eine super Karte, um eben Monster zu zerstören, um eventuell ein OTK zu machen. Ja, ihr skippt euer Draw Phase, aber in diesem Format ist das schon trotzdem ziemlich, ziemlich gut. Kommen wir noch zu den Feinkarten. Ja, auf jeden Fall ATK-Erhöhung, immer gut. ATK-Erhöhung und Angriffblocken, auch sehr gut. Dann ebenfalls ATK-Verringerung. Wie gesagt, es geht hier Premium ATK. Dann die Katze, die einfach an sich einfach ein 2-2er-Death-Monster ist, wo der Gegner sehr schwer drüber wegkommt. Schwerelosigkeit, um unter anderem unsere Goblins wie in den Angriffsmodus zu drehen, aber auch eben einfach, um den Gegner aufzuhalten. Windsturm ebenfalls, ruft der gejagte Monster wieder zu holen. Durchbruchfähigkeit ist eine super strong Feinkarte. Und dann nochmal dunkle Herrscher, Gebell. Einfach eine gute Karte, wir spielen sehr viele Unterweltmonster, von daher passt das Ganze ebenfalls. Extra Deck, sehr krass. Daigo Summerill, sehr, sehr heftig. Dann kommt noch hinzu, dass wir hier im Side Deck dann halt einfach nochmal Reborn-Karten spielen, falls wir merken, dass er einfach sehr gut durchkommt oder irgendwie Spezialbeschwörungen hat. Dann eine Breaker-Aufhaltkarte. Breaker ist eine sehr starke Karte in diesem Format. Zauber- und Fallenkartenzerstörung, dann nochmal ATK-Boost, falls er wirklich viel stärkere Monster hat. Buch, um Felder zu bucken, um halt durchzukommen. Kein Zugang, ist nochmal ein Blocker. Chaos-Ausbruch ist für starke Monster. Und dann nochmal Zauber- und Fallenkarten-Annullierung und ZF-Zerstörung. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass wir nach gar keiner Verbotsliste spielen. Das bedeutet, dass wir eben einfach jede Karte dreimal spielen können, wenn wir sie eben in diesen Set gezogen haben. Heißt, theoretisch könnten wir sogar verbotene Karten spielen. Aber naja, das war mein Deck. Und jetzt viel Spaß bei dem Duell. Zeit für ein Duell. Viel Spaß. Wer fängt denn an? Ich würde sagen, du fängst an. Alles klar, ich fange an. Ich finde es übrigens sehr toll, dass ich wie immer nicht anfangen darf. Okay, ich mach gleich. Soll ich Druck machen? Ja, komm, mach Druck. Okay, ich mach Druck. Jetzt bin ich gespannt. Nee, doch. Ich beschwöre Goblin Elite Angriffsgruppen. Truppen. Was? 2200? Da komme ich doch niemals drüber. Set Pass. Oh mein Gott. Ja, dann ziehe ich. Und eieieiei. 2200 Angriff, 0 Def, ne? Ne, 1,5 Def sogar. 1,5 Def. Ach ja, die sind ja die Elite-Angriffstruppe. Ja. Die haben ja einen Panzer. Ja, aber dafür weniger Angriffspunkte. Ja, 100 weniger. Ja. Aber 1,5 mehr Death ist voll unverhältnismäßig. Ja. Oh Mann. Ja, dann muss ich kurz überlegen, was ich jetzt tue. Oha, jetzt combot er. Ja, das ist jetzt die Frage. Mache ich das jetzt oder nicht? Ja, nee. Ich sette ein Monster und zwei Karten und dann darfst du. Okay, dann ziehe ich. Warte, ich muss mal eben lesen. Okay, das geht schon mal nicht. Dann mache ich Weiterdruck, ja? Mach das. Lautloser Psi-Zauberer. Den habe ich noch nie gesehen. Was macht der und wie viel Punkte hat der? Also, wir ignorieren den Effekt einfach und er hat 1,900. Deswegen spiele ich ihn. 1,900, okay. Ja, er hat irgendwas mit Psi-Effekte, aber ich habe keine Psi. Ja, dann, battlefacen wir mal mit meinen Elite. Mit meinen Elite-Angriffstruppen hier. 2-2 Angriff. Okay, dann stirbt mein Bazoo. Okay. Und dann sage ich aber nordische Reliquie Levantine. Was macht die denn jetzt? Ich kann ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen, das in diesem Spielzug ein Monster durch Kampf zerstört hat und dieses Monster wird dann zerstört und du kannst darauf nicht reagieren. Was? Einfach nicht reagieren? Ja, okay. Hä, die Karte habe ich gar nicht gezogen. Okay, krass. Nee, hab ich nicht. Das ist die beste Karte. Ja, okay. Das ist der Sternstaubdrachen-Counter. True. Ja, aber ich greife dich mit 1,9 dann direkt an. Ja, das passt. Boah, geil, Alter. Das ist First Blood hier. Das ist doch. So, 6,1 bist du. Main Phase 2. Setze ich noch eine. Impermanence gibt es jetzt zwar nicht, aber. Setze ich noch eine Karte. Und dann bist du dran. Okay, dann ziehe ich. Und, so, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich glaube, wir normalen einfach mal tun Elfenzwillinge. Oha, aber die dürfen jetzt nicht angreifen, ne? Nee, darf nicht angreifen, aber dann bist du.
Was genau sagen die? Ich darf sie angreifen, ne? Also relevant ist jetzt nur, kann nicht in diesem Spielzug angreifen und wenn die Kampfschaden macht, dann wird eine zufällige Karte von deiner Hand abgeworfen. Broken. Okay, dann bin ich, ne? Ja. Dann beschwöre ich meinen Löwotaurus. Nein, der ist gut, den habe ich auch gezogen. Der ist. Spielst du nicht Effektmonster? Ja. Weil sonst hat er immer 2000. So. Und, ja, ich mache weiter Druck, weil ich es kann, glaube ich. Und zwar, ich rüste mein Angriffsschild auf meinen Psi-Zauberer an. Nein, das gibt 1000, ne? Ja. Und noch irgendwas, ne? Noch irgendein Effekt. Ja, ich erhalte keinen Kampf aus Schaden mit dieser Karte. Also ich. Okay. Du schon. So. Ja, ich schon. Ja. Battleface. Jetzt greift mein Löwotaurus an. Mit 2000. Ja, dann kassiere ich 100, dann habe ich 6000 noch, ne? Genau, richtig. Und dann greife ich mit 2,9 direkt an, wenn ich kann. Ah, das tut weh. Ja, 5. Du bist noch bei 3,1. Oh, das geht ja fix. Oh, dann bist du, ne? Ja, dann ziehe ich. Interessant. Ich überlege. Wie viele Handkarten hast du überhaupt noch? Ich habe 4. Oha, so viele? Wie viel hast du? Eine, das ist nicht die einzige. Eine, okay. Also ich habe fast alles auf dem Board. Dann beschwöre ich Chiron, den Magier. Oh nein, der kann offene Zauber- und Fallenkarten zerstören, ne? Nee, der kann generell Zauber- und Fallenkarten zerstören. Also, was genau, wenn du eine Zauberkarte abwirfst, oder? Ja. Darfst du eine offene oder auch verdeckte? Nee, generell. Also eine Zauber- oder Falle einfach. Busted? Okay. Ist okay. Dann benutze ich seinen Effekt. Targetet die? Ja. Okay, ja, dann ist okay, Effekt. Also, Feindkontrolle werfe ich ab. Krass. Und die neben deiner Ausrüstungskarte. Die? Ja. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Ach komm, wir gehen hier all in. Angebot an die Verdammten, ich zerstöre dein Monster. Aber du überspringst deine nächste Drawface, ne? Ja. Jane, Feindkontrolle. Was? Ja. Kosten ist Tribut, oder? Ja. Ja, stark. Das ist natürlich bitter. Dann übernehme ich dein 2-9er. Ja, okay, alles klar. Kriegst du. Du kriegst trotzdem keine Drawface, oder? Nee, ich krieg... Achso, warte. Wähler von uns Monster, zerstört das gewählte Ziel. Zusätzlich überspringen der nächsten Drawface. Ich glaub nicht. Okay. Also zusätzlich steht da, nicht then. Also wenn er, also dann würde ich es auf jeden Fall nicht überspringen. Aber da steht da zusätzlich, also denke ich mal schon. Also es muss ja resolven. Ja, okay. Ja gut, dann greife ich mit meinem 2900 Angriffspunkte Monster deinen Löwotaurus an. Was soll ich das jetzt machen? Du hast noch das zwei Karten. Das musst du wissen. Du hast zwei Karten nur noch, ne? Zwei Karten, ja. Es könnte alles Mögliche sein. Ja, übertreib halt. Ich glaube, ich halte es auf. Ich aktiviere Kunai mit Ketten. Ich drehe dein Monster in Defense. Ja. Und meins kriegt 500 Push. Ja gut, du kannst ihn ja dann schon mal wieder nehmen. Also ich beende meinen Zug noch nicht, aber... Okay, so. Also Löwotaurus ist auf 2000 und wenn er kämpft gegen ein Nicht-Effekt-Monster 2500, ne? Gegen ein nicht normales Monster, meinst du? Gegen ein Nicht-Effekt-Monster. Nicht normales Monster. Also, wenn er gegen ein Effekt-Monster kämpft, kriegt er Boost, so. Ah, ja, sorry, meine ich. Ja. Und wie viel Def hat dein Dings? Der oder der? Der hat 1, der im Def liegt. Achso, der hat 1000. Nee, 0. 0, achso, ja, okay. Ja, okay, ich mach's jetzt einfach kurz und schmerzlos und aktiviere die Lichtschwerter. Ja, sowas habe ich auch nicht gezogen. Ja, okay, dann bist du dran und du darfst nicht ziehen. Ja, danke für den Hinweis. Dreh den Angriffsmodus. Ja.
Ja, dann bist du stall deine Züge. Ja, okay, einen habe ich. Mach mal einen Würfel drauf, irgendwie mit 1. Ja, ja. Selbstverständlich. Dann set ich ein Monster und dann bist du. Jetzt darf ich aber ziehen. Ja. Das ist gut, aber bringt mir eigentlich nichts. Wow. Das ist gut, aber bringt nichts. Das klingt eigentlich widersprüchlich. Ja, ja. Komm, pass. Ja, okay. 2. Ach Mann, die Top-Decks. Das hätte ich noch ein Monster. Da bist du. Oha, das ist strong. Set 1. Soll ich das Monster ausspielen? Das ist jetzt die Frage. Nee, ich mach Pass. Ja gut, dann ist die zerstört. Alter, wie einfach jetzt 3 Züge gestallt hat. Okay, dann... Ich aktiviere nochmal für Ritterische Schwerte. Set 1 Pass. So, jetzt, sag ich dir, wirst du zerpflückt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich beschwöre meinen Scheibenklingenfahrer. Ach nein, der ist gut. Ja, aber ich habe keine Trap im Friedhof, der kann also nix. Ja. Battle of Face. Ja. Der greift dein linkes Monster an. Dieses? Ja. Das war Verteidiger, der magische Ritter. Wie viel Defense hat er? 2000. Ja, mein hat 1,7. Ach stimmt, ja, der hat ja gar keinen Push. Ah, dann überlebt er ja sogar 2000 Def. Ja, 300 Schaden für mich, sage ich dazu nur. Das ist quasi der Gravekeeper Spy. Ja, aber der Special ist leider nichts. Ja, dann ja. Mein Lövotau. Nee, warte doch. Der Lövotaurus greift dann den an. Den? Ja. Ist er ja, tot? Okay. Und mein Psy-Zauberer greift dein. Ja. Dein Monster. Das ist ebenfalls ein Verteidiger der magischen Ritter. Was? Einfach 2000 Dev. Und dann in der Battle Phase Call of the Hunters. Nein! Ah, Goblin Elite Angriffstrupp, das tut weh. Angriff? Ja, dann habe ich noch 700, ne? Nee, du hast noch 900. 900, okay, ja. So, er geht aber in Dev. Aber jetzt kommt mein Combo-Play. Ich rüste ihn aus mit Band der Wiedergeburt. Wenn ein Kampf zerstört werden würde, wird er wieder spezial beschworen. Was? Ja, okay. Du bist dran. Dann bin ich dran. Oh Mann, das Volles. Der 2900er ist halt schon hart, ne? Muss man ganz ehrlich zugeben. Ja, mit der Equip ist schon broken. Ja. Sad Pass. Hättest du. Ja, ah, verdammt, du hast eine Karte zu viel. Sonst könnte ich das sogar noch outen. Und zwar mit Bazoo, dem Seelenfresser. Was? Hä? Wieso? Wie viel kriegt der Push? Der kriegt 300 ATK. Perma? Bis zum Ende deines Spielzugs. Aha, wie stark ist er dann jetzt? Warte, erstmal verbanne ich. Ach lol, du kannst so viele wie du willst, ne? Ich kann bis zu drei. Ach so. Also ich verbanne jetzt die drei, dann hat er 2,5 bis zum Ende deines Spielzugs. Ja. Und ach nein, dann passt das ja sogar. Dann greife ich. Jetzt, ich muss überlegen, wen ich jetzt angreife. Also, der hat auch 2,5, der hat 1,7, der hat 2,9 und der hat 1,5. Der mit der Zauberkarte ausgerüstet ist, also mit Angriffsschild oder wie das heißt. Ja. Du kriegst nur keinen Kampfschaden, ne? Genau. Aber er kann durch Kampf zerstört werden. Ja, richtig. Dann greife ich mit Bazoo dem Seelenfresser an. Also ja, meine, den 2,9er. Ja, der hat 2,9, ne? Ja. Ich weiß, und im Damage Step aktiviere ich Kettenexplosion. Hä, was? Geht das nicht auf. Hä, geht das nicht nur auf Krieger, dachte ich? Nein, wähle ein offenes Monster. Was? Okay, und meins oder deins? Meins, der kriegt 500 ATK dazu. Also es rüstet sich an ihn aus und der hat dann 500 mehr. Okay, krass, dann hat er jetzt 3000, ne? Genau. Ja, dann ist meins tot. Und wenn die zerstört wird. Ach nee, ich krieg ja keinen Schaden. Dann, wenn die zerstört wird, dann kann ich eine Karte von dir zerstören. Auch wenn die durch. Weil der Monster geht, zerstört wird, oder? Nee, nur wenn die durch einen Karteneffekt zerstört wird. Bitte? Ja, dann bist du. So, ich finde ja schön, dass du so ein mächtiges Monster gerufen hast. Aber ich habe extra ein Out gegen starke Monster. Echt? Ich beschwöre Explodierdrache. Nein, ich wusste gar nicht, dass der da drin ist. Explodierdrache zum Angriff. Oh Mann, was zur Hölle. Direkter Angriff, Lövotaurus. Ja, okay. Ja.
Verdammt. Ja, und das war auch das erste Duell. Das zweite und vielleicht auch dritte Duell gibt es bei CK Phoenix auf seinem Kanal. Und ich muss sagen, das Duell war eigentlich ziemlich interessant. Also es war mal was ganz anderes und es ging primär darum, seine Monster zu beschützen bzw. die ATK zu erhöhen. Sehr interessant auf jeden Fall. Wie fandet ihr das Ganze? Lasst es mich einfach mal wissen. Und falls ihr eben das Duell zu Ende sehen wollt, das heißt das zweite oder dritte eben sehen wollt, klickt einfach mal hier auf CK Phoenix Video. Dort seht ihr eben auch, welche Karten er gezogen hat bzw. was für ein Deck er sich gebaut hat. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Duellieren und schönen Tag.